Guten Morgen. Heute ein sehr interessantes Thema, was ich mit euch besprechen möchte. Und heute besonders wichtig, die Argumentation bis zu Ende zu folgen, da sich anfangs eventuell etwas anders darstellt, als es letzten Endes ist. Das Thema, wie weit darf und sollte die Führung der Eltern bei der Erziehung der Kinder gehen? Wir sprechen über den klassischen Spagat zwischen autoritärer und nicht autoritärer Erziehung. Doch bevor wir weiter in die Thematik einsteigen, etwas Grundsätzliches. Ob ein Kind autoritär oder nicht autoritär, also anti-autoritär erzogen wird, das hat nichts mit dem Aggressionspotenzial zu tun. Sollte es nicht, wenn wir darüber reden. Weil man kann sowohl liebevoll streng als auch brutal streng sein. Genauso wie ich mein Kind mit Liebe die Welt entdecken lassen kann oder ich einfach nur genervt von dem Bike bin und mir eigentlich scheißegal ist, was es macht. Also autoritäre Erziehung hat per se oder sollte per se nichts mit Aggression zu tun haben und auch antiautoritäre Erziehung nichts mit Aggression oder Nicht-Aggression zu tun haben. Aggression hat eigene Erziehung einfach nichts verloren. Das möchte ich ganz am Anfang mal unterstreichen, weil Aggression hat nichts Positives, überhaupt nichts Positives und nichts verloren innerhalb der Erziehung des Kindes. Hier geht es also um die Frage der Führung, die ich mit euch diskutieren möchte. Ihr merkt schon an den ersten Sätzen, ja, wohin auch die Reise geht und dass heute wieder zwei Ideologien aufeinandertreffen werden. Umso mehr freue ich mich darauf, dass wir uns ja auch gegenseitig befruchten und unsere Erfahrungen teilen. Und wir diskutieren jetzt für den aktuellen Zeitpunkt. Generell ist das Menschenbaby in der Natur wohl das Lebewesen, was den größten Schutz und vor allem den längsten Schutz braucht. Wirft man ein einjähriges Baby in den Wald, dann wäre es illusionär zu erwarten, dass dieses überleben würde. Die meisten anderen Lebewesen, die nach einigen Jahren im Wald geworfen würden, die hätten tatsächlich eine Chance zu überleben. Und natürlich haben wir auch unsere Lebenserwartung in den letzten Jahrtausenden in die Höhe geschraubt und die Kinder von heute sind nicht gezwungen, wie unsere Vorfahren vor 20 Millionen Jahren direkt nach ein paar Monaten auf eigenen Füßen zu stehen. Aber das ist nun mal der Status quo. Daher sind wir auch an der Spitze der Nahrungskette gelandet. Ja. Ganz nach dem Prinzip, ja, slow and steady wins the race. Und das bedeutet, das menschliche Baby und Kleinkind ist einfach so, ja, ein so fragiles kleines Scheißerchen, das ja grinsend vor Autos rennt, voller Euphorie in einem Pool hüpft, obwohl es nicht schwimmen kann und sich voller Tatendrang durch die Balkonbrüstung quetscht, ohne zu wissen, was es da eigentlich tut, dass einem da Angst und Bange wird. Diese Extrembeispiele sollen einfach nur mal meinen ersten Punkt bestätigen. In unserer heutigen Welt brauchen Kinder ein Mindestmaß an Führung. Das ist ganz wichtig, das auch mal zu verbalisieren. Da kann man das Konzept der komplett antiautoritären Erziehung ohne jede Form der Führung erstmal als komplett unrealistisch betrachten. Ihr könnt gerne eine andere Meinung sein, dann bitte in den Kommentaren. Die Frage lautet nun für mich, wie viel Führung braucht das Kind? Und das ist, oh Wunder, natürlich ja, wieder sehr individuell abhängig. Und das Problem, woran unser System scheitert, nicht nur die Schulen, sondern auch die Eltern, ist eben diese Individualität. Die Menschen, die Eltern, die Kinder erziehen, die lassen sich von beiden Lagern, also autoritär, nicht autoritär, immer wieder verunsichern. Und ja, dass das Kind ja doch mal zum Beispiel eine harte Hand braucht, wenn wir jetzt mal von einer liebevollen harten Hand reden, ne? Weil Aggression können wir komplett ausschließen, die im Endeffekt ja keine Schnittmenge mit einem Optimum irgendeiner Erziehung hat. Körperlichkeit definitiv, also Körperlichkeit kann wichtig sein, aber keine Aggression. Kommen wir aber nachher noch dazu. Oder eben das andere Lager, was sagt, das Kind muss doch viel mehr die Welt selber entdecken. Und entsprechend sind die Eltern verunsichert. Es werden hitzige Diskussionen im Freundes- und in dem Familienkreis geführt oder müssen geführt werden, dass man sein Kind zu sehr verwöhnt oder dass man zu streng ist und so weiter. Und man sucht nach Orientierung, an einer optimalen Erziehungskultur und vernachlässigt dann eben die individuellen Führungsansprüche des Kindes. Na, man versucht sich Konzepten hinzugeben. Das ist ein großer Fehler. Den Punkt möchte ich neben den bisherigen beiden Erkenntnissen, dass erstens Aggression eben niemals Teil einer optimalen Erziehung sein kann und zweitens,
dass eine rein antiautoritäre Erziehung ja, zu gefährlich in der heutigen Gesellschaft ist, auch eben hinzufügen. Also quasi drittens, der Grad der Führung muss individuell festgelegt werden. Doch was bedeutet Führung eigentlich? Dass man einem Kind sagt, was es zu tun hat? Nein, nein, absolut nicht. Führung bedeutet dem Kind eine Grundbasis zu bauen. Vergleichbar mit der Führung so einer Führungsschiene, einer Kreissäge, das Kind zu fördern und die grundsätzlichen natürlichen Werte wie Nächstenliebe, Respekt und Mitgefühl, ja, zu schützen. Weil das entwickelt das Kind ganz natürlich von sich selber. Das muss man ihm nicht sagen, dass es das zu tun hat. Das macht das Kind automatisch. Man muss es schützen, ne? Man muss diese Führungsschiene bauen, an denen sich das Kind lang hangeln kann, wo es auch immer wieder zurück kann zu den Armen, zu den Eltern. Ja, und dann aber auch zu den Punkten, das ist der Knackpunkt, die in unserer Zeit sehr notwendig sind, nämlich wie antikonditionelles Denken oder Schutz vor Manipulation durch monetär ausgerichtete Interessensparteien oder das formlose Denken als reales Sein dem Kind beizubringen. Das gehört auch zur Führung dazu. Wenn man es in den ersten Jahren versäumt, dem Kind diese Sachen beizubringen, dann ist es später ungleich schwerer, dieses nachzuholen. Viele von euch sind oft irritiert bei den spirituellen Themen, weil sie nicht so recht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ja, das hat die Grundlage, dass dieser fragile Zweig des menschlichen Bewusstseins so wahnsinnig schnell in den Hintergrund ja, getreten wird, quasi in der Erziehung. Und welches Kind kann aus seinem Selbst heraus sich vor Konditionierung schützen? Da braucht es viel, viel Führung. Aber dann kommt der Einwand. Ja, aber ein Kind versteht das noch nicht. Ein Kind muss das aber auch noch nicht verstehen. Und es ist auch der falsche Ansatz, dem Kind das erklären zu wollen. Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Man muss dem Kind nicht sagen, was es zu tun hat. Oder man muss dem Kind das nicht erklären. Das ist nicht Führung. Ein Kind muss das erfahren. Na? Und die Führung ist eine Art Schutz, den man dem Kind bereitstellt, dass es diese Erfahrung machen kann. Und diese Erfahrungen müssen stimmig sein. Und wann sind sie stimmig? Wenn das Elternteil und das Kind in Resonanz treten. Und wann treten sie in Resonanz? Ja, wenn kein Gefälle zwischen dem Kind und dem Elternteil existiert. Sobald aber ein Gefälle existiert, ist alles für den Arsch. Weil das Denken und die Form die Oberhand gewinnen. Formen sind nämlich nicht nur Gegenstände, sondern auch Dinge wie Anspruchsdenken. Egal, ob das jetzt das Kind ist oder des Vaters oder der Mutter ist. Also es ist nicht nur, dass dieses Anspruchsdenken von den Eltern ausgeht, sondern auch von den Kindern und dadurch ein Gefälle geschaffen wird. Die Aufgabe des Elternteils ist es, diesen Ritt auf dieser Rasierklinge wirklich zu bewerkstelligen. Das Halten der Waage dieser Resonanz durch den entsprechenden Anteil an Führung, das wirklich in Balance zu halten. Natürlich ist dies total schwierig, ganz, ganz schwierig, aber das wäre das Optimum aus meiner Sicht. Woran erkennt man zum Beispiel, dass die Beziehung zwischen Eltern und Kind nicht mehr in Resonanz ist? Ja, das ist auch sehr einfach festzustellen. Wenn das Kind die Mama mit dem Papa oder andersrum ja, auszuspielen versucht zum Beispiel. Es gibt ja die Kinder, man merkt es ja, denke ich, wo beide Elternteile sozusagen an der Erziehung beteiligt sind, dass das Kind eben dann, wenn es von Mama das nicht bekommt, zum Papa geht oder andersrum. Ja, und da ist halt keine Resonanz mehr. Und da müssen Mama und Papa wirklich aufpassen. Ja. Und wenn man da nicht interveniert, dann ist dieser Manipulationsgedanke, ja, der fruchtet dann im Kopf des Kindes, dieser Manipulation. Ja, und der bleibt dann und der zieht sich dann auf andere Bereiche des Lebens. Oder wenn ein Elternteil, wenn das Kind sagt, Papa, kann ich einen Lolli haben, einfach unreflektiert Nein sagt und ja, überhaupt sich überhaupt nicht bewusst wird, warum es Nein gesagt hat. Es geht dabei gar nicht um den Lolli, sondern die fehlende Resonanz zwischen den beiden in der Situation. Der Papa denkt nicht darüber nach oder begibt sich nicht in Resonanz mit dem Kind, was in Anspruch geäußert hat, sondern das sagt Lolli, nö, kein Lolli. Da ist keine Resonanz da. Das ist das Problem. Genauso natürlich das Gegenteil, wenn einem Kind alles unreflektiert gewährt wird. Da sind wir dann einerseits bei dem Konsumproblem generell. Und aber auch eben bei der fehlenden Resonanz. Wenn man überhaupt nicht spürt, das Kind äußert ein Bedürfnis,
Ist das wirklich ein Bedürfnis? Oder muss man da wirklich dem Kind sozusagen die Führung anbieten und ihm sozusagen nicht das geben, was er möchte? So. Und ihn auch ruhig schreien lassen. Ja, schreien lassen. Boah, ganz schlimm. Aber zugegen sein. Das Kind muss immer die Möglichkeit haben, sozusagen zum Elternteil wieder hingehen zu können, in den Arm nehmen zu können. Aber es muss natürlich auch schreien dürfen. Ne? Und nur weil das Kind schreit, heißt das nicht, dass man ihm jetzt das alles geben muss. Das ist wichtig. Das Kind ist plus wichtig, dass das Kind, wenn es schreit, die Eltern oder ein Elternteil vor Augen hat, zu dem es gehen kann und es dann in den Arm nehmen kann. Und was auch die Liebe und die Resonanz auch da ist, ne? Wo man ihn anlächelt, während er schreit. So. Und dann hat sich das Problem irgendwann erledigt. Aber da gibt es Dogmen, ne? Das Kind darf nicht schreien oder das Kind muss schreien oder was auch immer. Die individuelle Resonanz, das ist wichtig. Das Kind fliegt im luftleeren Raum durch die Gegend, wenn es keine Führung hat. Das orientiert sich an ganz, ganz blöden Dingen. Und ihr als Eltern müsst wirklich, meiner Meinung nach, wirklich da die Führung übernehmen. Und das ist wichtig. Und viele Menschen geben die Führung ab anhand irgendwelcher Konzepte. Egal wie die heißen, ob das jetzt Schulkonzepte à la Montessori sind oder ob das irgendwelche praktikablen Konzepte aus der Mutterschule sind. Aber das sind alles nur Konzepte. Und diese individuelle Resonanz, das vernachlässigen die meisten. Ja, nur mit immer wieder neu bewusster, initiierter und vor allem individueller Resonanz kann ein Kind diese prägenden Jahre unversehrt im Hinblick auf die natürliche Entwicklung überstehen. Also folgt keinen generellen Regeln wie zum Beispiel Kind weinen lassen oder nicht weinen lassen. Und ja, stülpt damit mit diesen, wenn man solche Regeln befolgt, dem Kind eben immer wieder so eine Tüte über den Kopf, einfach so eine begrenzte Welt, sondern geht in Resonanz mit eurem Kind. Geht hin, bleibt offen und lasst aber auch das Kind auf halber Strecke spüren, dass es auch was von ihm erwartet wird. Ne? Vom Kind ist auch was zu erwarten. Resonanz ist, da muss von beiden was kommen. Und das ist auch wichtig, weil diese Neigung zu Extrem stelle ich auch sehr, sehr häufig fest und das geht bis zu einem gewissen Punkt. Aber dann werden die Kinder eben auch in einer gewissen Art und Weise übersensibel und entwickeln ein Anspruchsdenken, ein ganz, ganz ungesundes Anspruchsdenken, wenn man einfach nur, wenn man sagt, oh, ich bin in Resonanz und meint damit einfach nur, ich bin total für das Kind da und ich bin total lieb und Peace und Rock'n'Roll und so weiter. Aber nee, also Resonanz bedeutet, vom Kind muss was kommen und ihr müsst schauen, was vom Kind kommt. Ja? Das ist ein gegenseitiger Prozess. So. Und wenn dann was kommt von dem Kind auf halber Strecke, dann bewertet die Situation und schaut nach und spürt, was da kommt. Das ist an euch dann. Das kann das Kind auch nicht machen, diese Reflexion. Aber das ist dann an euch. Und dann, ja, ruft euch in diese Situation jedes Mal neu ein und speichert es nicht irgendwie ab als Situation und sagt, okay, diese Situation handhabe ich jetzt so und beim nächsten Mal mache ich das genauso, wie jetzt weinen oder nicht weinen lassen, sondern tu die Situation immer wieder neu beurteilen. Fühl das Kind und wenn das Kind sich nicht mehr in Resonanz befindet, dann braucht es entweder mehr Führung oder weniger Führung. Das muss euch auch immer wieder bewusst sein, dass ihr immer neu justieren müsst und dass es nicht immer nur in die eine Richtung geht, okay, jetzt brauchst du wieder mehr Führung, sondern vielleicht brauchst du auch mal weniger Führung. Die Welt ist dynamisch. Wenn ihr in einem starren Erziehungskonzept mit direkten Anweisungen verweilt, egal ob dieses Erziehungskonzept auch total anti-autoritär ist, ist ja auch bloß eine Anweisung. Ihr dürft dem Kind nichts sagen, ist auch eine ganz starre Anweisung. Ja, und dann erzieht ihr euer Kind an der Realität vorbei. Es ist sehr schwer, praktische Beispiele zu nennen. Ich versuche trotzdem mal eins zu nennen vielleicht. Ein Kind hält sich an einem Geländer fest, weil es nicht weitergehen möchte. Es gibt jetzt so viele Szenarios, wie die Eltern in Resonanz gehen könnten. Aber je nachdem, wie weit und in welche Richtung das Kind weg ist, kann es einerseits das Beste sein, sich mit hinzusetzen, zum Beispiel
wenn das Kind die letzten Tage vernachlässigt wurde, oder einfach das Handgelenk zu nehmen und daran erst leicht und dann immer fester zu ziehen, bis das Kind einfach loslässt. Das Kind, das wäre zum Beispiel die Situation, wenn das Kind in den letzten Tagen viel zu viel Aufmerksamkeit bekommen hat und sich in einem Anspruchsdenken befindet. Ne? Natürlich wird es schmerzhaft für das Kind, umso stärker ihr zieht. Und natürlich sagen dann die meisten, nein, du darfst dem Kind nicht wehtun. Aber es ist wichtig, weil du musst in Resonanz gehen. Du musst dieses auflösen. Und wenn das Kind so ein Anspruchsdenken habe ich gesagt, so ein kleiner König wird oder eine kleine Prinzessin, so, dann musst du genau auf dieser Ebene, auf der körperlichen Ebene auch gegensteuern. Und da sagen viele, nein, Gewalt gegen Kinder ist schlecht. Ja, natürlich ist Gewalt gegen Kinder schlecht. Aber in dieser Resonanz gehört Körperlichkeit eben wieder zu. Das ist keine Gewalt. Denn das Kind, das wird einfach das auch merken. Denn das Kind, was den Schmerz merkt, das weiß, das muss nur loslassen, dann löst sich der Schmerz auf. Aber das Kind geht dann auch in Resonanz und nimmt diesen Schmerz auf, weil es unbewusst spürt. Es kann auch nicht reflektieren, sondern es spürt unbewusst, dass dieser Schmerz, dass das gut ist für das Kind, weil das Kind in sich in einer Position befindet, außerhalb der Resonanz, außerhalb der Balance zwischen Eltern und Kind. Das Kind hat angefangen zu schweben und das Kind darf nicht schweben über den Eltern, sondern es muss gleichberechtigt sein. Die Ebene muss gewahrt bleiben. So, und da ist dieser Schmerz gut und das Kind wird dann den Schmerz auch eine Zeit lang aushalten und diesen Schmerz in sich aufnehmen und dann aber auch wieder in Resonanz gehen und loslassen. Und dann vereinigt sich wieder Eltern und Kind, ne, nach dem Schmerz. Und Schmerz ist nicht immer negativ. Es ist immer wichtig, dass ihr die Liebe spürt, ne? Dass ihr das wirklich einfach aus Liebe tut und nicht aus eurer eigenen Bequemlichkeit. Ne? Und sagt, ja, ich trete in Resonanz und wumm. Ne? Wenn von eurer Seite das nicht stimmt, dann ist es egal, was ihr macht. Dann kann es nie das Optimum sein. Von eurer Seite, das ist das, was ihr beurteilen könnt, weil ihr reflektieren könnt, da muss Resonanz vorhanden sein, also der Wille zur Resonanz. Aber wenn der nicht gegeben ist, dann ist sowieso, brauchen wir gar nicht weiterreden. Aber das Tolle am Menschsein ist, dass wir im Laufe des Lebens eigentlich alle Fehler auch wieder revidieren können. Aber teilweise dauert das eben dann Jahre oder es wird dann halt wirklich zur Lebensaufgabe des Kindes dann, wenn man selber nicht mehr da ist. Also meine Quintessenz bezüglich der Frage nach einer autoritären oder nicht autoritären Erziehung ist, dass du jedes Konzept mit starren Richtlinien in die Tonne schmeißen kannst. Hör auf dein Herz, geh in Resonanz und beweg dich komplett auf derselben Ebene wie dein Kind und führe dein Kind, denn es braucht Führung als Orientierung, insbesondere für die aufgrund unserer unnatürlich Gesellschaft entstandenen Problematiken. Aber tu dies mit Liebe und immer wirklich auf derselben Ebene wie das Kind, wie das Kind auch ist. Und das gilt wirklich beidseitig. Lass dich auch nicht unter die Ebene des Kindes fallen. Das gilt vor allem für Papas und ihre Töchter und Mamas und ihre Söhne. Etwas Kampf, Machtspiele und Grenzen austesten, was gehört immer dazu. Und auch mal nachgeben, das ist klar. Aber durchaus auch mal ungewohnt konsequent sein. Ne? Das ist auch dann mal wichtig. Ja, man muss da wirklich immer aufpassen. Folgt keinem Konzept außer dem eures Herzens. Das wäre meine Meinung zum Thema. Es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil es halt eben sehr individuell ist und mit sehr, sehr vielen Emotionen befrachtet ist. Wenn du zum Beispiel als Kind geschlagen wurdest und du hörst das zum Beispiel mit dem Schmerzen und Kind, dann gehen dir bei dir sofort die Alarmleuchten an. Das verstehe ich. Deswegen ist es ein ganz, ganz sensibles Thema und ich hoffe, ich habe das in meiner Sicht auch ein bisschen so darstellen können, dass das eben durchaus differenziert betrachtet werden muss. Ich wünschte natürlich auch, dass ich das hätte ein bisschen konkreter alles gestalten können, aber das geht einfach nicht. Dafür ist es einfach zu individuell. Zumindest aus meiner Sicht. Ich bin sehr, sehr gespannt heute auf eure Meinung zum Thema Führen von Kindern. Wie autoritär sollte man sein? Gibt es eventuell doch ein paar Grundregeln, die man einem jungen Elternpaar an die Hand geben kann? Und ja, habt ihr in derselben Situation schon unterschiedlich gehandelt, weil ihr einfach gespürt habt, dass einmal ihr in der Situation ja eher vielleicht mehr Führung geben müsst und einmal in derselben Situation weniger Führung, einfach weil das Kind sich in einem anderen Mindset befunden hat. Bin total gespannt, wie gesagt, auf eure Meinung. Macht's gut, euer Christian.